Hi, wir befinden uns heute in der Festung des Tadels und hier gibt es einen Boss, den kann man cheesen, muss man nicht, aber es geht und deswegen zeige ich es euch. Da vorne haben wir den schwarzen Ritter Idrit. Ihr triggert ihn irgendwie an, dass er seinen Lebensbalken da unten hat, dann laufen wir zurück zum Grace. Nun springen wir auf diese Munitionskisten hier, auf die Mauer, von der Mauer aus, hier auf diesem Pfosten hier oben. Und jetzt brauchen wir nur irgendeinen Angriff, der einen großen Angriffsbereich hat. Sagen wir zum Beispiel Mooks Speer. Es sollte theoretisch auch mit dem Sandsturm, den Eissturm natürlich von Zamor gehen oder, ja, keine Ahnung, die Blitze, die vom Himmel regnen. Was weiß denn ich? Ist dieser Cheese notwendig? Ich glaube nicht. Aber es geht und deswegen zeige ich es halt. Und ja, wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Würde ich mich riesig freuen. Und abonnieren wäre auch toll. Dann verpasst ihr nichts mehr. Auch, hey, es ist ein Cheese. Es ist ein Boss gecheased. Ich weiß, man muss nicht stolz drauf sein, aber es geht. Okay, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.